Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu den stürmischen Nächten von Mafia 3. Ich habe von unserem letzten Part einmal das kurze Stückchen von dem Stripclub zurück zu unserem Auftraggeber mal übersprungen. Das war nur ein Stückchen fahren, so gesehen. Wir haben dort ja alles befreit und alles geraubt gehabt. Und ja, dann machen wir jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Bei der Stimme. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. So, dann wollen wir also ein paar Zuhälter klatschen gehen. Werden wir das nochmal tun. Zielanzeige. Du hast jetzt mehrere Ziele zur Auswahl. Wähle Einsatzziele über den Plan oder die Zielanzeige aus. Stadtplan ansehen, Tabulator. Dann die Ziele anklicken, um die Zielanzeige zu öffnen. So, schauen wir doch mal. Tabulator. Sammy's Bar, das ist unser Lager. Dann haben wir John Donovan. Das ist unser CIA-Mitarbeiter. Dann haben wir hier noch die Stimme. Und Cassandra, das ist der Voodoo-Laden. Ich denke, dass wir dann bei der Stimme erstmal bleiben müssen, theoretisch, damit er ja noch was für uns hat, irgendwie eine Information oder etwas. Was Merle diesen Mädchen in dem Club angetan hat, das muss er büßen. Anscheinend nicht. Wir müssen also erst noch mehr Zuhälterschaden anrichten. Dann müssen wir erstmal schauen, wo wir das dann machen können. Er wird mir dabei angezeigt, aber wahrscheinlich muss ich den verbleibenden Schaden erstmal anrichten jetzt. Vielleicht ist da ja bei unserem CIA-Kollegen noch eine Quest. Alter, was eine Schrottkiste. Hört mal richtig rasseln, das Ding, ey. Zum Glück haben wir ja keinen weiten Weg zurück, um uns das mal anzugucken. Ich sollte echt nochmal meinen Führerschein neu machen hier. Ah, das ist auch ein pinkes Symbol, also da gibt es vielleicht eine Quest für uns. Ah ne, die hinterste Tür war das ja, glaube ich, ne? Hier. Ah, na wunderbar. Ich hab was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mach dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich hab dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Spüre Dixie-Patrouillen auf und erledige sie. Dann müssen wir mal gucken, wie man das dann aufspürt. Diese Cassandra, ne? Hat dich ganz schön angeschmiert, was? Verfluchte Irre. Alle miteinander. Dann gehen wir mal gucken, wie wir das denn finden können. Da, Verbündete anrufen. Du kannst jetzt deine Verbündeten mit Hilfe von Donovans Funkgerät kontaktieren. Du brauchst auch nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler von selbst auftaucht. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen, damit er dir Waffen und Ausrüstung bringt. Das ist natürlich hilfreich. Verbündete anrufen. Maus Mitte gedrückt halten, dann wähle deinen Verbündeten aus mit der Maus. Da ist der Waffenhändler. Ah, stimmt, jetzt kann ich den Waffenhändler rufen, weil das ist natürlich der einzige Verbündete. Aber dann kann man wahrscheinlich nicht mehr als zwei Waffen tragen am Ende, sondern ist daran gebunden, zwei zu tragen. Eine Knarre und eine große Waffe. Naja, reicht ja eigentlich auch. So, jetzt wird uns hier auch was angezeigt. Da, gut. D-Ray Hollow, Roaster, Desaloniers. Oh mein Gott.
Merles Cousin Roaster macht es sich hinter der Hütte gemütlich und passt auf, dass sich keiner in diesem Bumspalast schleicht, ohne vorauszuzahlen. Oh, 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 dann schleichen wir uns da doch mal rein, ohne zu zahlen. Und vorher nehmen wir unser Auto mit, ohne zu zahlen. Logo, was auch sonst. Wieder so eine Schrottkiste, genau dasselbe wie eben, nur mit Dach. Der Regen ist auf jeden Fall richtig cool dargestellt, das ist cool, realistisch. So, da sind wir schon. Das ist ein Tötenquest, okay, cool. Mal gucken. Ach, ah, okay, dann sind, okay, dann darf man da nicht rein eigentlich so. Okay. Okay, wir schleifen uns hier rum. Hier sind dann, hier haben wir Geld und was? Elektrische Bauteile. Du hast ausgebaute elektronische Bauteile gefunden. Vielleicht könntest du die nochmal gebrauchen. Finden wir bestimmt noch raus, wofür wir die brauchen. Aber was wir hier machen sollen, frage ich mich eher. Bam, voll schön. Lecker. Was haben wir denn da? Noch eine Notiz. Nur eine einzige Vorstellung, die Königin des Dschungels, Miss Dorothy, so etwas wie die wilde Schönheit haben sie noch nie gesehen. Sehen sie sich den strahlenden Glanz ihrer ebenholzschwarzen Haut. Erbeben sie beim Anblick ihrer üppigen Brust, aber nur eine einzige Vorstellung, nur im Duchess Club. Okay. Das klingt ja sehr erotisch. So, neue Knarre, wir sind nämlich... Nicht, dann behalte doch lieber den, der hat mehr Munition. Da ist der, den wir töten sollen. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das dann mal heimlich versuchen, das Ganze. Das läuft ja schon mal so ganz gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir im Haus rum und dann versuchen wir mal so einen kleinen Überraschungsangriff um die Ecke zu starten. Brutale Überwältigung. Wenn du einen Gegner ausschalten und zugleich all deine Kumpel in der Nähe betäuben willst, benutze eine brutale Überwältigung. Brutale Überwältigung, halte Q gedrückt und lass innerhalb des markierten Fensters los. Hey, war das? Verstehe ich gerade nicht so. Probiere ich mal aus, wenn ich nicht gerade angeschossen werde. Alter! Benutze eine Adrenalinspritze, das wissen wir ja. Aber wir haben keine. Doch, wir haben eine. Alter, da kamen auf einmal voll viele. Bam. Was machst denn du da, Alter? Guck dir den mal an. Alter, voll das Bein weggeballert. Ich glaube, ich nehme lieber die Maschinenballerballer mit. So, es fehlt nicht mehr viel. Verbleibender Schaden 300, den kriegen wir auch noch hin. Wo seid ihr denn, Jungs? Da hinten seid ihr. So, haben wir sie hier auch alle weg. Ich weiß nicht. Mit dem Undercover scheint wohl nicht so mein Ding zu sein. Er ist so der Ballermann hier. Mir fehlen jetzt echt $200. $200 und deswegen muss ich noch zu dem nächsten Ding hinfahren jetzt. Euer Ernst? Bullworth! War doch einer von denen, oder nicht? Ich hoffe doch. Und wenn nicht, echt blöd gelaufen für dich. Sorry, tut mir leid. So, fahren wir mal zu einem nächsten Plätzchen hin dann. Reserverad an der linken Seite. Originell.
kenne das nur hinten. Richtiger strömender Regen hier, ey. Ach was, da waren welche. Damit fliegt das Geld voll. Da sind sie weg, oder was? Eben waren sie doch noch hier. Da sind sie. Das, oh, noch ein Playboy. Da haben wir Glück, dass wir angehalten haben. Ich hab dir doch schon geholfen. Bin ich nicht nett und freundlich? Auch super freundlich, kann ich nämlich eine Waffe auch noch mit. Was haben wir hier in der Garage? Scheint ja was drin zu sein, ne? Ach, elektrische Teile schon wieder. Die kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen, aber wird sicherlich noch gezeigt. Und ein Playboy-Heftchen nehmen wir auch gleich mal mit. Unbefugtes Betreten, herumlungern. Einige Geschäfte in der Stadt praktizieren noch immer Rassentrennung. Farbige Kunden nicht erwünscht. Die Eigentümer bedrängen dich, bis du gehst, oder rufen sofort die Polizei, wenn sie dich bei einem Verbrechen erwischen. Ist mir egal, ich will das kleine Bildchen haben. Vorher gehe ich nicht. Oh, haben wir ein neues Bildchen. Rassisten hier alles, alles Rassisten. Jetzt fehlen uns hier $50. Schaden. So ein Scheiß. Aber da vorne ist es ja gleich. Wunderbar. Der hätte ich gar nicht einsteigen brauchen. So, gegnerisches Gebiet. Gegnerisches Gebiet ist jede Gegend, die von einem illegalen Geschäft kontrolliert wird. Die Ganoven dort haben etwas gegen ungebetene Besucher. Bleib nicht länger, als dort willkommen bist, sonst eröffnen sie das Feuer. Naja, mein Plan ist es ja, dass ich das Feuer eröffnen werde. Wachposten. Wachposten sind Gegner, die Verstärkung herbeirufen. Um sie daran zu hindern, Verstärkung anzufordern, schalte sie aus, bevor sie ein Telefon erreichen können. Verzieh du dich doch, Alter. Schadenssumme erreicht. Kehre zur Stimme zurück. Aber wenn wir schon hier sind, können wir gleich mal den Rest wegarbeiten. Warum dann nicht gleich volles Programm, ne? Keine Einnahmen mehr. Sobald du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäfts auf Null zu senken, geh entweder zu deiner Kontaktperson und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Ja, zurück zur Stimme. Du hast Merles Prostitutionsgeschäfte gestört und ihn hervorgelockt. Besuche die Stimme, dort bekommst du Informationen, wie du Merle erledigen und seine Geschäfte übernehmen kannst. Wir werden aber freundlicher sein. Aber vorher werde ich hier das Ganze nochmal zu Ende klären. Kommt man nicht rein, okay. Das muss ich mir wohl ansehen. Sicherlich oben. Wie sie echt null aufpassen, Alter. Guck das mal. Weil sie alle nur am Vögeln sind. Haben wir noch Spritzen? Haben wir noch Spritzen? Wunderbar. Haben wir noch Kugeln? Eine Kugel noch. Da haben wir 7 Kugeln. Wieder eine Notiz. Notiz lesen. Ich hab dir gesagt, sorge dafür, dass die Mädchen schön high sind, bevor du sie auf die Straße schickst. Wenn sie nicht im Rausch sind, mögen sie nicht richtig mitspielen. Ja. Wie wär's mit Freiwilligkeit und so? Nein, läuft bei euch nicht. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Oh, was ist das? Ein Geldkoffer? Ach, sieht man jetzt nicht mehr, weil wir ja schon die Summe erreicht haben. Verdammt noch mal. Hast du gedacht? Zack, weg mit dir. Was denkst du denn, Alter? Irgendwo müssen noch welche rumlaufen, da ganz hinten. Nicht erwischt. Na komm, butt. Kann man irgendwie hoch richtig zielen mit dem Zielgewehr? Also richtig durchs Fernrohr gucken? Oder geht das nicht? Also ich hab's bis jetzt zumindest noch nicht rausgefunden.
So, haben wir die auch alle weg? Nehmen wir die Schrotflinte gleich mit hier. Die hat noch 4 Kugeln. Nein, dann nehmen wir lieber die Thompson mit. Oder ist das eine Thompson? Ne, eine Barker. So. Da drüben soll noch was liegen für uns. Dann gehen wir da nochmal schnell gucken. Und dann fahren wir zurück zur Stimme. Und töten unseren ersten Boss. Geld, Geld, Geld. Wir haben auch schon 7000 Dollar. Das sollten wir auf jeden Fall irgendwie mal in unser Lager bringen. Weil ich habe gelesen gehabt, wenn wir sterben, verlieren wir den Großteil unseres Geldes. Was wir natürlich nicht wollen, weil ich möchte ja Geld haben ohne Ende. Ich will es ja bunkern. Ich will ja Big Boss Mr. Money werden. Oh, wieder 700... Meters? Miles? Nee, Miles nicht. Miles ist ja etwas mehr als Kilometer. 700 Meters. Dann sind wir wieder bei Stimmen. Immer so viel fahren, das ist echt scheiße, weil die Stellen, wo wir fahren, sind ja relativ langweilig für euch, sage ich mal. Weil da passiert ja nichts Actionreiches. Und meistens fahren wir dann und dann kommt eine Sequenz, wo irgendwas erzählt wird oder so. Naja, aber sind wir ja schon da. Ging ja relativ schnell, war ja nur eine gerade Strecke. Lincoln, du bist ein erfreulicher Mann. Ja, das weiß ich, dass ich erfreulich bin. Ja, das ist meine Persönlichkeit halt einfach, also... Rede mit der Stimme. Wenn du annimmst, werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Wir haben ja keine anderen Geschäftsziele mehr, daher können wir das ja dann machen. Mit Enter. Merl hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Levon. Ihr habt's gehört, sobald wir da sind, machen wir jeden Motherfucker platt. Und genau das werden wir auch tun. 300 Meter auf die andere Seite, dann können wir wieder ins Wasser springen und mal wieder rüber schwimmen. Sparen wir uns die Fahrt außenrum. Wenn man denn jetzt überhaupt... Kommt man, gut. Wollte gerade sagen, nicht, dass es diesmal jetzt nicht mehr geht. Nehmen wir uns noch ein kleines Autochen mit hier. Ja, ruf doch die Polizei, was du willst, mir egal. Oder wir fahren sie einfach platt, dann kann sie die Polizei gar nicht gucken. Ja, toll! Der nächste Zeuge! Alter, jetzt komme ich in den Berg nicht mehr hoch, oder was? Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahr doch mal vorbei und schau. Alter, jetzt komme ich in den blöden Berg hier nicht hoch, oder was? Geht doch. Erstmal schnell weg hier. Jetzt suchen die Bullen hier gleich nach uns. Toll, habe ich mir gedacht. Latsche sie schnell um. Kommt der nächste Zeuge. Letztes Mal hat's geklappt. Da habe ich den auf öffentlicher Straße K.O. geboxt und alles war gut. Ja, ich weiß, ich kann kein Auto fahren. Ich konnte auch nie Auto fahren. Also. Auch nicht in GTA, ich bin immer überall irgendwo gegengefahren. Ja, das wissen wir ja schon, dass wir unsere Verbündeten anrufen können. Das brauche ich ja jetzt nicht nochmal vorlesen. Munition habe ich noch, also was soll ich Verbündete rufen? Ist doch egal. Das reicht schon noch, erstmal. So, wie kommen wir da jetzt rein? Frontal reinstürmen oder? Lieber nicht. Ja, frontal reinstürmen. Kann man hier irgendwie rein? Hier scheint ja auch irgendwas zu sein, ne? Aber ist alles zu. So, dann klären wir das doch mal. Alter.
Da habe ich mich überschätzt. Im ersten Moment. Aber wir haben es überlebt. Also alles gut. Beinschuss, Eierschuss, Nutshot. Die Schrotflinte haben. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Ja, wunderbar. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich bin dann mal hier drüben. Wo sind die denn alle? Ich höre sie schießen, ich sehe sie aber nicht. Warte, wir haben ja dieses tolle Gadget. Information. Wir haben oben einen, dort haben wir einen Waffenschrank. Wunderbar. Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals. Ja, ja, du Motherfucker. Ich hab gerade gesagt, ich töte euch, ganz Motherfucker. Was macht ihr nämlich nach, ey? Ich hab keine Kugeln mehr. Oh, hast du keine Kugeln mehr. Ich mache nur meinen Job. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Hast du gedacht? Ich aber, wow, warte, what the fuck? Der hat mir voll den Headshot gegeben, Alter. Was hat der denn da für eine Waffe, Alter? Komm hoch. Alter. Das endet böse. Ich sehe es schon kommen, wie das böse endet. Er ist tot, wunderbar. Da ist der Pisser. Alter, Bock gar nicht. Ich hab keinen. Ah, Medizinschrank. Ich mach nur meinen Job. Mein Traumjob. Alter. Komm hoch. Trau dich. Alter, das ist hier immer so knapp. Wir müssen zu den Medizinschränken rüberkommen. Wo ist denn der? Dahinter? Geld? Hä? Jetzt sag nicht, der ist unten. Ach, hier bestimmt Badezimmer. Ja, wunderbar. Oh, erstmal wieder voll machen. Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt, er hat auch noch Doc umgelegt. Ja, der war mordgetötet. Scheiße. So. Jetzt läuft das nach meinem Geschmack wieder. Ein bisschen Geld. Waffenschrank. Zeig mal her, was wir haben. Schrotflinte. Sonst nix. Keine Munition, gar nichts. Was für ein Scheiß. Geschäftsbosse töten. Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach einen deiner Unterbosse an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Ja, wir werden das übernehmen und dann werden wir das Ganze besser führen, auf jeden Fall. Wie kommt ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, ich war nicht mal hier. Ich erzähl bloß... Der Penner da unter Ich seh ihn! Achso, wieder Special. Gib ihm! Los! Und? Was willst du machen, Nigger? Das. Ja, lecker! Das war doch mal nice. So, unser erstes Geschäft haben wir damit übernommen. Läuft. Perlas Nachtclub plus Screaming Semi X2. Zwei Screaming Semis. Was sind Screaming Semis? Okay. Aktuelles Einkommen 0. Einkommens plus 30.000. Verschonte Informanten 0. Boss verschont 0. Geschäfte im aktuellen Bezirk 0. Kontrollierte Bezirke 0. Screaming Semi. Du wär nice. Wurfgeschoss zum Ablenken sorgt bei Abergläubischen für volle Unterhosen. Achso, okay. Gut, dann wollen wir das doch Cassandra zuweisen hier und dann haben wir ein bisschen Einnahme. Das ist ja schon mal ganz gut. Und dann haben wir unser erstes Ding eingenommen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Oh,
Zimmer zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Achso, das ist so eine Zwischensequenz dann jetzt wahrscheinlich, wo man dann sieht, jetzt kommen sie und übernehmen den Laden. Ist die Frage, wenn sie sie besser behandeln. Wenn nicht, dann komme ich wieder und metzel sie nochmal alle wieder ab. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging es dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Sie scheint ja ganz schön Psycho zu sein, die Alte. Naja, hat uns ja schon gezeigt, dass sie da rauskommt, einer Vergewaltigungsopfer und dann einer auf Ich bin Big Boss, Alter. Story-Auftrag freigeschaltet. Heroin. Das gucken wir uns dann noch an, ne, würde ich sagen. Also das gehört dann jetzt uns, so gesehen, oder behaupte ich jetzt mal. Und es läuft jetzt wieder. Screaming Semi. Benutze das Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du ab sofort beim Waffenhändler. Achso, das sind so Voodoo-Puppen oder so ein Kram, ne? Dann irgendwie ein Arbeitläufer kacken sich dann gleich ein. So, wie Wurfobjekte wechseln, das wissen wir ja noch vom letzten Mal. Und sieht ganz cool aus eigentlich. Läuft hier wieder auf jeden Fall. Tut mir wirklich leid, Großmama. Davon hatte ich ja keine Ahnung. Worte können nicht beschreiben, wie das war. Auf jeden Fall geil. Weißen, mit einem großen Pinsel einen bösen Anstrich zu geben. Hey, klar, es gibt ein paar verdammte Arschlöcher. Und die Waffen liegen hier noch rum. Leute, die fast wie der Teufel selbst sind. Wir haben aber gute wir Musik, können Mr. es Clay. Uns nicht erlauben. Ach was, Regen ist hier. Verdammt, ich hasse es zu nehmen. Das soll hier sein. Geh mir aus dem Weg. So. Nehmen wir mal unsere geile Schrottkiste hier wieder mit. Und dann fahren wir mal dahin. Warte auf Donovan. Das sind wieder 500 Meter. Fahren, fahren, fahren. Aber nicht so viel wie damals bei GTA. Da ist man ja noch viel, viel mehr gefahren. Hier gibt es ja zumindest zwischendurch mal so Sequenzen, wo man dann überspringt das Ganze, das Fahren, und dann einfach mal da ist, wo man hin muss. Und schon sind wir da. Bremsen, 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 bremsen. Wo sind wir denn hier? Schon wieder so ein Gammel. Ach, schon wieder rumsitzt auf der Bank. Euer Ernst? Ihr sitzt ganz schön oft auf der Bank rum, Alter. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Jo, ach du Scheiße, ey. Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen.
ist nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße nochmal? Yo, verwandte die First Vapic Church. Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkästen auf, die überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammlerobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbosse anwerben. Das ist natürlich auch nicht schlecht, dass wir dann noch mehr Leute anwerben können. Und das Geilste ist, dass sie die restlichen Playboy-Hefte dadurch finden. Yo! Ob die Schlösser wohl irgendwann auch nochmal schwerer werden oder ob die immer so bleiben? Warum beobachtest du mich? Geh weg! Hier gibt's nichts zu sehen. Geschäfte abhören. Durch Abhören erhältst du Position der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammlerobjekte. Es ermöglicht dir zudem Geschäftsposte anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Das haben wir doch gerade schon in einem anderen Text nur anders formuliert gelesen. Das ist doch doppelt gemoppelt. Sobald ein Stadtteil verwanzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwanzten Geschäfte zu betrachten, erst Tabulator drücken und den Stadtplan zu öffnen und dann Abhörzonen ein- aus anklicken. Um Abhörgeräte in Verteilerkästen einzubauen, brauchst du TL-49-Sicherungen. Sammle solche Sicherungen in ganz New Bordex herumliegen. Da sind die Sicherungen, die wir schon gefunden haben, zwei Stück. Jetzt wissen wir auch, wofür sie gut sind. So. Da, Abhörzonen ein-aus. Ein-aus. Achso, und das ist dann so, das hellblau ist dann wahrscheinlich die Abhörzone angezeigt, ne? Davon. Der Trigger war sternhagelvoll. So eine Scheiße, ja, gut. Gut, ich würde erstmal sagen, das war's dann auch mit unserem nächsten Part hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, gerne einen Kommi reinschreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Rake.